Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3-Tages-Wochenendbotschaften für heute, für morgen und für übermorgen. Wochenendbotschaften darum, weil wenn du es heute am Veröffentlichkeitstag schaust, das Video, dann ist heute Freitag und dann gilt es für Freitag, Samstag und Sonntag. Natürlich ist das Video wie immer zeitunabhängig, wenn du es an einem Dienstag schaust, dann gilt es für dich, für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ne? Da bist du bitte ganz flexibel, denn dann wurdest du hier hingeführt und dann sollte es auch sein auf jeden Fall. Wir werden 3 Karten aus deinem Mauerkartendeck ziehen für unsere Hauptüberschriften, dann eine Karte aus dem Engeltarot und noch ein Engelleinchen hinten dran. Ne? Heute, deswegen mache ich ja immer fürs Wochenende, sind so geballte Kraft der Engel hier auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und für mich ganz, ganz wichtig wäre es, wenn ihr dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben gibt, wenn ihr ein kostenloses Abo hinterlasst, wenn ihr natürlich auch meine private Buchung bei mir auch euch legen lässt, ne, mit den 36 Lennemore-Karten, also da würde ich mich auch natürlich sehr freuen und ja, aber am meisten freue ich mich über eine Reaktion und das könnt ihr sehr, sehr gut mit dem Daumen steuern und das ist für mich ja eine kleine Motivation oder eine kleine, was erzähle ich für einen Blödsinn, nein, eine Riesenmotivation auch, dann für euch diese Orakel auch zu machen und ja, deswegen vielen lieben Dank und ich muss es immer wieder sagen, weil es einfach immer wieder vergessen wird, ne? Okay, gut. Das genug dazu. Wir starten jetzt hier mit unseren Lennies und schauen uns für die 3 Tage jetzt die Karten, die Botschaften der Lennies an. 3 Tage, 3 Karten, aber sonst haben wir ja auch 3. Also war dieser Witz nicht ganz so gut. So, okay, dann würde ich sagen, wir schauen hier der Hund, der Herzmensch, die Herzmensch und der Fuchs. Okay, 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 was ist hier los heute? Gut, der Hund ist natürlich auch die Freundschaftskarte, ist natürlich auch die Treuekarte, Vertrauenskarte, ne? Loyalität. Ja, und der Herzmensch, in den Herzmensch guckt der Fuchs rein. Und es kann gut sein, weil es ist total interessant, weil hier haben wir natürlich das Vertrauen, Loyalität und hier haben wir so ein bisschen das Falsche. Ne? Und ich sag mal so, auf der einen Seite kann natürlich auch sein, dass jetzt hier derzeit Freundschaft plus gelebt wird. Und da ist irgendwas nicht so ganz so in Ordnung, ne? Also ich sage jetzt ganz bewusst nicht ganz so in Ordnung, weil es kann natürlich auch sein, dass man sich auch was vormacht, ne? Dass Freundschaft plus auch nicht unbedingt das ist, was es sein soll. Ne? Also was ist, was es sein soll, das hört sich auch mal so ein bisschen Banane an, aber dass hier irgendwas ist, was zu klären ansteht in der Freundschaft, ne? Was irgendwie nicht so ganz richtig läuft und wo man mal hinschauen darf. No, das ist so, oder ganz, ganz mal unabhängig davon, dass es auch nicht immer was mit Negativität zu tun hat, sondern dass es vielleicht auch mal falsch ist, jetzt diese Freundschaft weiterzuführen, sondern es geht jetzt in die nächste Richtung. Ich bin da ganz gespannt, was wir natürlich für andere Karten auch ziehen und dass man einfach auch sagt, nee, also Freundschaft, das ist auch nicht das Richtige, ne? Wir müssen jetzt mal schauen, dass auch Freundschaft plus Affäre etc., die uns sehr, sehr verbindet hier, ne, weil die Freundschaftskarte ist nun mal halt auch, wenn sie daneben ist, heißt es für mich, dass man schon hier auch tief verbunden ist, dass da schon, ne, dass etwas da ist, ein Fundament da ist. Aber das darf jetzt auch mal weiter ausgelebt werden, ne, vielleicht wirklich in Richtung intensive Partnerschaft auch. Ne. Und es kann auch gut sein, dass jetzt hier das Signal auch ist, dass irgendetwas, ja, wie ich vorhin auch sagte, nicht so ganz richtig läuft und ihr euer Vertrauen deswegen nicht mehr so zu dieser Person habt. Ne? Ob es jetzt Herzmensch, Herzmenschen schon partnerschaftlich ist oder dass man sich gerade kennenlernt, ne? Vielleicht auch die, die jetzt jemanden kennenlernen, die dürfen da auch nochmal hinschauen, was da nicht so ganz richtig ist. Ne? Nur, weil, wisst ihr, ich wollte gerade sagen, weißt du, ich kann sagen, weißt du, weil ich dich jetzt anspreche, aber wenn ich natürlich allgemein sage, das wisst ihr. Es ist so, es ist wirklich so zwiespältig für mich hier, dass ich wirklich gar nicht,
Hier definitiv normalerweise, wenn ein Fuchs in Herzmensch, Herzmenschen reinschaut, ist das immer ein richtiges Obachtsignal. Aber dadurch, dass wir hier auch für mich, ne, hier auch die Vertrauenskarte, diese Loyalitätkarte und alles da haben. Natürlich könnten wir jetzt sagen, weil wir mal Kiel im Lendemann, gucke ich natürlich mir auch, jetzt weiß ich nicht, wie oft ich jetzt natürlich gesagt habe, entschuldigt bitte. Aber kann es hier auch gut sein, dass Vertrauen groß war, ihr vertraut habt, etc. Und jetzt wird das Vertrauen hier missbraucht, ne? Weil er oder sie guckt nach vorne und hier ist die Vertrauen-Loyalitätskarte. Also ich würde einfach sagen, und wenn es auch einfach, das Wort nicht einfach ist in der Ausführung, seid einfach in der Obacht. Ich betone jetzt es einfach wirklich, weil es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu suchen. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwo rumzubohren. Aber wenn ihr ein Gespür dafür habt, dass irgendwas nicht so richtig läuft, wo ihr euch vorher sicherer gefühlt habt, dann sprecht es auf jeden Fall an. Das wäre ganz wichtig. Und ihr Singles, die jetzt niemanden haben, gerade in dem Moment, da schaut, vielleicht ist das jemand, den oder die ihr begegnen könnt, wo ein Hund da ist, ein Haustier da ist, ne? Ein cleveres Kerlchen, der Fuchs, der sagt auch immer, ne, dass jemand sehr clever ist. Und das kann auch so eine Beschreibung jetzt einfach für eine ganz neutrale Person sein, die noch gar nicht da ist, ne? Kann natürlich auch für euren Herzmenschen, Herzmenschen sprechen, dass das hier eine ganz ausgebüxte, in Anführungsstrichen, sehr gewiefte Person ist, ne? Die wirklich da so, ja, sehr durchdacht alles auch macht, ne? Vielleicht auch manchmal sehr auf einen eigenen Vorteil. Da schaut einfach hin, weil das ist so für mich hier so gerade so, dadurch, dass beide Karten, die sich eigentlich so ein bisschen, ja, ich sag mal so, die Gegensätze widerspiegeln und er oder sie da mittendrin ist, also ganz wichtig auch nochmal, liebe Herren, ihr seid jetzt hier nicht der Mann, sondern ihr seid im Kollektivorakel natürlich die Frau immer und das ist auch euer Herzmensch, Herzmenschen, ne? Also bitte so übertragen. Also hinschauen ist wichtig. Aber ich glaube, wir nehmen uns mal die anderen Karten, weil die können uns ein bisschen mehr noch sagen. Weil hier ist so, ja, hier ist so Engelchen und Teufelchen. Kommt mir gerade auch so beides da. Weil diese beiden Karten einfach so, ja, das heißt, Gegensatz ist immer so schwierig, ne? Weil die Lennys haben natürlich etliche Bedeutungen und da müssen immer andere Karten noch eine Rolle spielen. Aber trotzdem ist das so, ne? So beide Seiten halt mit Hund und Fuchs. So, wir nehmen uns aber jetzt mal hier ein Engeltarot hier raus, eine Engeltarotkarte und dann noch ein Engeleinchen, was die ganze Sache hoffentlich noch ein bisschen klarer uns hier macht, dass wir hier nicht so im Dunkeln uns nur befinden. Was ist im Dunkeln? Ich denke mir, dass ihr schon wisst hier, was los ist oder was man anschauen darf oder ansprechen darf. Und denkt dran, es muss nicht immer was Schlimmes sein. Ne? Es kann einfach euer Gefühl auch sein. Oder es ist endlich Zeit, aus Freundschaft, Lust, aus einer Affäre mal mehr zu machen. Weil das ist nicht mehr richtig. Das ist nicht mehr das, was es sein soll, sondern es soll jetzt eine Ebene weitergehen. Okay, wir schauen uns Engeltarot an, was wir hier haben. Acht der Erde. Gekonnte Arbeit wird belohnt. Alles über ein Thema lernen, zurück auf die Schulbank. Denn das ist ja super, das ist ja mal super passend hier, aber im ersten Moment ist es halt nicht so. Ne? Das ist so, denkt man so, ach Schulbank und alles über ein Thema lernen. Ja, aber gekonnte Arbeit wird belohnt und das heißt für mich hier, Freundschaft wurde aufgebaut, Freundschaft kann aufgebaut werden, wenn ihr noch niemanden habt, ne? Das ist vielleicht auch, also was heißt vielleicht, ne? Es hat immer, unser Gegenüber hat immer auch etwas mit uns zu tun. Wir dürfen hier nochmal hinschauen, wir dürfen nochmal lernen, warum manches nicht so gut läuft, wie auch immer. Ich muss aber jetzt leider mal ganz kurz mal wieder die Tür öffnen. Ihr habt es wahrscheinlich schon hier gehört, was ich jetzt auch machen werde.
So, da bin ich wieder. Es war noch nicht mal für mich. Das ist ja auch immer so, ne? Wenn dann der Postbote klingelt und man ist es noch, ist noch nicht mal für einen selbst. Aber okay, so ist das nun mal. Okay, also hier geht es darum, zurück auf die Schulbank kann ich jetzt sehr, sehr gut übertragen, dahingehend, dass ich sage, wir lernen daraus. Wir lernen daraus, wenn irgendetwas nicht so gut läuft. Wir hören auf unser Inneres. Wisst ihr, wie ich das meine? Also wir horchen in uns hinein, das ist ja das Signal. Warum haben wir hier Vertrauen, Loyalität, alles und warum haben wir hier in Anführungsstrichen Falschheit, Betrug, Lug etc. Ne? Und natürlich können wir auch ganz anders sehen. Wir können auch sagen, okay, unser Herzmensch, Herzmenschen ist uns ganz nah, ist uns freundschaftlich verbunden, aber irgendwas läuft bei ihm oder ihr falsch. Ne? Also übertragt es nicht immer, weil man, ich kenne das ja immer auch von meinen Coachings und so, dass man sofort immer dann das im Kopf hat, oh, er oder sie betrügt mich, da ist Verrat etc. Ne? Und das sind ja Themen, die uns oftmals behaften, die in uns sind, ne? Die gar nicht unbedingt was mit dieser Person zu tun haben. Deswegen, wir haben hier nur drei Karten. Ne? Das sind nur Hinweise. Es kann auch sein, bei ihm oder ihr läuft irgendwas falsch. Ne? Es muss gar nicht immer. Natürlich hat das Kartenspiel was mit euch zu tun. Ihr dürft immer hier hellhörig und sensibel sein. Aber mit einer gewissen Distanz, mit einem gewissen Abstand. Ne? Denkt erstmal drüber nach, bevor ihr nach vorne prescht. Und deswegen ist hier, gekonnte Arbeit wird belohnt, alles über ein Thema lernen, zurück auf die Schulbank. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn Freundschaft plus ist, Affäre etc., dann kann das auch das Signal sein, dass das nicht mehr richtig ist. Es soll jetzt tiefer gelebt werden. Ihr sollt tiefer eure Verbindung lernen. Und deswegen, ihr habt gelernt, ihr habt eure Themen gehabt, ihr seid zusammen gewachsen, ihr habt Treue, Loyalität etc. zusammen aufgebaut. Ne? Und jetzt geht es darum, auch den nächsten Schritt zu wagen und nicht in dieser Phase zu bleiben. Und zurück auf die Schulbank war dieses Lernen, das habt ihr gelernt, ihr habt eure Themen geklärt und jetzt ist gekonnte Arbeit, dieser Weg wird jetzt hier belohnt. Ich nehme das Engeleinchen mal mit dazu. Da haben wir die Matrix. Heute haben wir mega interessante Karten, finde ich. 2 × 0 = 8 und Philosophie ist Liebe zur Wahrheit. Verlasse deine gewohnten Denkmuster. Hier sind so viele Appelle drin, ne? Also hier auch wirklich, wenn ich nur Matrix nur lese, ne, dann bin ich noch gar nicht so im Thema drin, aber ich lese 2 × 0 = 8 und die 8 ist endlos, das wisst ihr auch, ne? Die liegende 8 ist die Endlosigkeit, ne? Und es ist irgendwie total schön, wenn man das auch nochmal so sieht, ne? Hier dieses Weiterkommen. Vielleicht auch zum Thema, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. Du bist deinen Lernweg gegangen. Du hast den Weg mit ihm oder ihr bist du gegangen oder gehst ihn gerade noch. Und du wirst jetzt belohnt, weil du die nächste Stufe erreichst. Und bei dem einen oder anderen wird es tatsächlich so sein, dass man die Erkenntnis schon vielleicht länger hat und jetzt endlich ausführt, dass das hier nicht das Wahre ist. Dass treue Loyalität, was da war, nicht mehr da ist. Oder man sich auch mal was vorgemacht hat. Man das dritte Rad immer am Wagen war. Und er oder sie hat eigentlich nicht das zurückgegeben, was du verdient hast. Diese Erkenntnis wird jetzt belohnt. Du hast daraus gelernt. Du hast deine Themen dadurch auch mit auflösen können, mit anschauen können. Und nochmal hier, Matrix 2 × 0 = 8. Und Philosophie ist Liebe zur Wahrheit, zu deiner eigenen Wahrheit. Ne? Verlasse deine gewohnten Denkmuster. Und dem einen oder anderen wird es auch der Hinweis sein, verlasse Denkmuster, dass immer irgendwas falsch läuft. Dass du immer denkst, dass er oder sie irgendwas falsch macht. Hier ist treue Loyalität auf der anderen Seite. Schau hin, warum das so ist und warum hier so Diskrepanz auch besteht, entsteht. Was hat es mit dir zu tun? Verlasse deine gewohnten Denkmuster. Deswegen Reflexion ist hier auch ganz viel. Nachdenken, reinfühlen, reinschauen, vielleicht die Kommunikation mit ihm oder ihr. Ne? Gekonnte Arbeit wird belohnt, alles über ein Thema lernen, deine Themen. Und Philosophie ist Liebe zur Wahrheit. Ne? Also ganz viel Lernen ist hier drin.
Wir haben unsere Wegbegleiter, unsere Seelenbegleiter. Und manchmal ist es aber auch klar, irgendwann mal diese auch zu verlassen. Manchmal hier auch, und das mögen auch viele auch nicht hören, diese Freundschaft, die man führt, dahin zu schauen, warum ist es immer nur noch Freundschaft? Warum ist es so? Kann er oder sie hier nicht woanders einen Abschluss finden, über den Schatten zu springen, weil da noch Themen da sind? Ob es jetzt eine andere Frau, Mann ist oder die eigenen persönlichen Themen, eigene persönliche Glaubenssätze, Mindset, das einen hindert und nicht so reagieren, agieren lässt. Deswegen, das muss hier nicht immer irgendwas Böses bedeuten, ne? Aber schaut da wirklich hin, weil wir haben hier beide Seiten und für den einen wird es wichtiger, also es wird für alle einen wichtigen Hinweis geben, auch die, die niemanden haben, ne? Auch ganz wichtig, weil die, die niemanden haben oder bis dato immer Freundschaften, weil das ist noch ein ganz wichtiger Zusatz, gerade für euch, liebe Singles, wenn ihr immer nur bis zur Freundschaft gekommen seid mit einer Person, dann darf sich das jetzt auch drehen. Du hast daraus gelernt. Du bist trotzdem, hast du Dates wahrgenommen. Auch wenn sich er oder sie entpuppt hat als nicht der oder die Richtige. Aber du hast immer einen Schritt weiter gelernt. Und deswegen bist du in diesem Lernprozess. Und jetzt geht es darum, verlasse deine gewohnten Denkmuster. Überleg mal selber, was dich hindert, über Freundschaft, über das Date, über vielleicht Smalltalk. Warum bist du an die, in Anführungsstrichen, Falschen, aber es sind keine Falschen, es sind unsere Lernpartner, Partnerinnen, immer geraten? Was darf es dir sagen für deine Vergangenheit, damit du jetzt im Hier und Jetzt das transformieren kannst, damit du dadurch anders dran gehen kannst, damit du hier freier wirst? Also hier ist sehr, sehr viel Tiefsinnigkeit drin. Ich könnte jetzt noch Stunden reden, aber ich höre jetzt natürlich auf, weil irgendwann muss die Tagesbotschaft auch zu Ende sein, ne? Ihr nehmt euch da, also wenn es euch wirklich vom Thema her betrifft, ihr wisst auch selber, ihr könnt mich ja auch privat, könnt ihr eine Kartenlegung buchen, da dürfte man wirklich nochmal tiefer reingehen. Ihr Lieben, dicken, fetten Mega-Drücker. Und ich wünsche euch zauberhafte 3 Tage und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Tschüss!